Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich muss zu Beginn sagen, Herr Ott, ich will nicht sagen Unwahrheit vorwerfen, aber zumindest waren Sie schlecht informiert. Und deswegen muss ich hier mit einem Zitat starten, weil Sie haben ja diverse CDU-Politiker versucht zu zitieren und haben gesagt, da gibt es Unterschiede. Schauen Sie mal auf den Account von Jens Spahn, und ich möchte das ausdrücklich hier vorlesen, weil Sie es falsch gesagt haben. Er schreibt mich, der geschätzte Kollege Jens Spahn, ich war heute in Duisburg. ThyssenKrupp leistet milliardenschwere Pionierarbeit bei der klimaneutralen Stahlproduktion. Die Förderung durch Land und Bund ist richtig. Punkt. Also deswegen hier einmal haben Sie zumindest die Unwahrheit gesagt. Und ansonsten muss ich sagen, bin ich schon ein bisschen erstaunt hier nach der Debatte, auch von vor allem den Kollegen der SPD. Also ich habe ja gerade den Kollegen Stinka gehört, sagt, wir stehen hundertprozentig zu den Aussagen des Bundeskanzlers Olaf Scholz. Ja, und was war vorher? Vorher kommt Herr Ott und sagt, natürlich wollen wir am Ende einen Brückenstrompreis, Industriestrompreis. Das widerspricht sich doch diametral. Sie haben zwei Redner hier vorne am Thema, und man weiß am Ende gar nicht, wofür steht denn jetzt die SPD? Wofür steht denn die SPD? Ja, Sie haben am Ende gesagt, ja, wir wünschen uns auch Industriearbeitsplätze, aber blumiger geht es doch gar nicht, Kollege Stinka. Also was ist denn mit den konkreten Formulierungen? Und dann geht es weiter, die Streitigkeiten, die Ampelparteien hier fortsetzen im Plenarsaal. Dann sagt Herr Höhne, ja, natürlich möchten wir den Spitzenausgleich weiterführen. Aber im Moment ist doch die Ampel dabei, den Spitzenausgleich abzuschaffen. Eine massive Belastung der Industrie. Das bedeutet, dass der Stromsteuersatz für Unternehmen sich verzehnfacht. Das sind Milliarden an Summen für energieintensive Unternehmen, und gerade Nordrhein-Westfalen als Standort von vielen energieintensiven Unternehmen ist besonders betroffen. Dann geht es darum, was ist denn mit der Stromsteuer? Das wurde auch vorgetragen. Ich glaube, Herr Höhne hat ja auch gesagt, Stromsteuer runter. Ja, warum macht man das denn nicht? Warum macht man in Berlin das denn nicht? Das sind doch alles Maßnahmen, die man machen könnte, aber Sie ergehen sich hier durch gegenseitige Vorwürfe, von links nach rechts fliegen die Pfeile, und die Menschen im Land und vor allem die Industrie in Nordrhein-Westfalen, die weiß gar nicht mehr, was geschieht da eigentlich und auf was können wir uns verlassen. Das ist keine gute Standortpolitik für dieses Land. Und deswegen bin ich, und da sieht man, dass es auch anders gehen kann, dass wir in Nordrhein-Westfalen, dass wir eine andere Regierung haben, einen anderen Ziel an den Tag legen. Und deswegen bin ich auch so dankbar der Ministerin Mona Neubauer, nicht nur für ihre sehr engagierte Rede hier, aber auch für die Klarheit in den Argumenten und auch für das Sieben-Punkte-Papier. Da ist es doch eindeutig aufgeschrieben, was wir brauchen. Wir brauchen jetzt den Brückenstrompreis, wir brauchen auch die Senkung der Stromsteuer. Wenn man diese konsistente Politik endlich mal in Berlin auch begreifen würde, dann wäre das eine gute Politik, dann hätten wir Chancen für Nordrhein-Westfalen. Ich könnte auch noch weitermachen bei Planungs- und Genehmigungsverfahren. Seit über einem Jahr warten wir darauf, dass Berlin da in die Puschen kommt. Der Pakt für Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung liegt die ganze Zeit vor, und es kommt nicht. Und wir in Nordrhein-Westfalen, wir begeben uns doch auf den Weg, dass wir weiter entbürokratisieren. Wir sind da speziell im Bereich Windenergieausbau auf dem richtigen Weg. Und Herr Höhne, wenn Sie sagen, ja, Herr Pinkwart hat tolle Entfesselungsprogramme gemacht, ja, das haben wir gemeinsam gemacht in den letzten 5 Jahren, aber wir haben doch keine einzige Maßnahme zurückgegriffen davon. Es ist doch alles noch da, was wir in der Zeit gemacht haben. Und deswegen ist doch der Weg auch richtig, schneller werden im Ausbau der erneuerbaren Energien, aber auch im Umbau unserer Industrie, weil uns am Ende sonst die Zeit fehlt, klimaneutraler Standort bis 2045 zu werden. Und deswegen ist diese Debatte hier sehr interessant gewesen. Ich bin jetzt nicht wirklich schlauer, was die Ampelparteien hier vorgetragen haben und was demnächst kommt. Aber wir haben zumindest, glaube ich, hier heute deutlich gemacht, dass es eine klare Positionierung der Zukunftskoalition und der schwarz-grünen Regierungsfraktion Koalition hier in Nordrhein-Westfalen gibt. Und wir warten jetzt sehr gespannt darauf, was in den nächsten Tagen in Berlin passieren wird. Im Moment widersprechen sich die Aussagen hier auch in diesem Plenarsaal zwischen SPD, Grünen und FDP. Aber wir sind da sehr gespannt. Wir sind da sehr gespannt, was jetzt in den nächsten Tagen passieren wird. Und wir glauben weiterhin, es ist sinnvoll, einen Industriestrompreis zu haben. Es ist sinnvoll, die Kosten für Strom zu senken, schnellere Planungsgenehmigungsverfahren zu machen und erneuerbare Energien auszubauen. Das ist unser Weg. Und ich hoffe, Sie sind da auch an der Seite der Industrieunternehmen und der Menschen in Nordrhein-Westfalen. Ganz herzlichen Dank.